Jo, grüß euch Leute, RetroStorm Let's Play hier. Und zwar möchte ich heute dieses Spiel Don't Starve euch einmal ein bisschen näher bringen, weil es ein paar Leute aus meinem Bekanntenkreis doch recht interessiert hat. Dazu werde ich hier mal ein neues Spiel machen, und zwar ein Sandbox-Game starten. Gehen wir kurz zurück. Es hat sich bei Don't Starve extrem viel getan. Ich habe es damals bei German Let's Play gesehen und da hat es mir eigentlich auch schon recht gut gefallen, aber es hat Änderungen gegeben, die unter anderem sehr, sehr interessant sind. Den Adventure Mode, den werde ich euch dann nochmal zeigen. Aber wie gesagt, zuerst mal Sandbox. Man kann in Don't Starve mehrere Charaktere freischalten. Es hängt einfach davon ab, wie lange man überlebt hat. Starten tut man mit dem Wilson. Der hat die Fähigkeit, dass er einen Bart wachsen lassen kann, die man das. Den Bart braucht man dann, glaube ich, für ein paar Rezepte zum Basteln. Ich glaube, eine Voodoo-Puppe zum Wiederbeleben. Und freigeschalten habe ich dann Willow. Sie ist immun gegen Feuerschaden und am Abend, wenn nirgendwo Feuer ist, macht sie selber Feuer. Und ich mag sie anhand schon wegen dieser Illustration, dieses wunderbar nette Mädchen. Die Stadt im Hintergrund, die brennt. Also muss ein sehr sympathisches kleines Kind sein. Und vor allem da im Hintergrund auch die Flammen. Gehen wir einfach mal auf Play. Und dann wird unsere Welt generiert. Der Name Don't Starve ist in diesem Spiel eigentlich Programm. Es geht darum, nicht zu verhungern, aber dazu gleich. Wenn sich das Spiel jetzt hoffentlich nicht aufhängt. Nicht aufhängt. Nicht aufhängt. Hallo. Oh, okay. Ah, okay. So, ready to play und start. Das ist Maxwell. Im offiziellen Wiki steht drinnen, dass Maxwell scheinbar ein Dämon ist, der uns auf diese Insel gebracht hat. Also der hat uns scheinbar irgendwo entführt und dann auf diese Insel verfrachtet. Und wie ihr seht, bin ich eigentlich schon am Ressourcen sammeln. Die brauchen wir unbedingt. Ansonsten kommen wir nicht weit. Und wir haben dann hier einige Anzeigen, auf die gehe ich dann gleich ein. Zuerst wäre es für mich mal essentiell, das Wichtigste zu holen. So. Dann hier noch, da haben wir einmal die Hungeranzeige. Den ist es, ich glaube, selbst erklärend. Wir werden halt hungrig auf der Insel und müssen dafür sorgen, dass wir eben nicht verhungern. Das ist Don't Starve eben. Und HP. Und dann haben wir noch so eine sogenannte Sanity, eine Geistesanzeige, die uns halt sagt, wie gut wir bei Verstand sind. Und die ist mit einem neuen Update gekommen und dieses Update mit diesem Insanity-Zeugs, das habe ich extrem geil gefunden, ich feiere es immer noch, weil es meiner Meinung nach etwas ist, was bei einigen solchen Survival-Spielen doch ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und zwar die geistige Gesundheit, die nimmt halt abends ab, wenn man zu lange im Dunkeln ist, und dann fangen wir an zu halluzinieren und hast du nicht gesehen. Und ja, also neben dem, dass wir schauen müssen, dass wir nicht verhungern, müssen wir nur darauf achten, dass wir immer bei Verstand bleiben. Was in diesem Spiel doch... Nein! Es waren meine Bären, du Schwein! Ach, egal. In diesem Spiel doch ein schweres Unterfangen ist und man hat mich mal gefragt, mit welchem Spiel ist denn das am ehesten vergleichbar? Da habe ich gesagt Minecraft. Im Nachhinein gesehen war es dann, glaube ich, doch nicht die beste Antwort, weil Don't Starve doch ein sehr, sehr eigenes Spiel ist. Und so etwas habe ich in dieser, genau in dieser Art und Weise eigentlich noch nie gesehen. Also wie ihr gesehen habt, ich habe mir Werkzeug gerade gebastelt, da habe ich mehrere Auswahl. Und da ist viel Zeugs, was noch nicht freigeschaltet worden ist. Das können wir aber freischalten, das erkläre ich dann auch dann. So, es wird jetzt mal, diese erste Folge wird einfach nur so ein Basic, die Basics von dem Spiel, so ein Tutorial. Und ja, also wir brauchen einmal ganz, ganz wichtig Holz. Das ist eher klein, weil der Maxwell hat gesagt, ja, wir sollten Feuer machen, bevor es dunkel wird. Es ist sehr, sehr wichtig in diesem Spiel, weil eben zum einen das Problem unsere Sanity-Anzeige, also unser Verstand geht extrem in den Keller, wenn wir zu lange im Dunkeln sind, das werde ich euch dann noch zeigen. Und zum anderen lauern doch sehr äußerst gefährliche Wesen da draußen in der Nacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, es gibt da ein Viech, das ist halt, ja okay, nicht wirklich wie Slenderman, aber wenn man zu lange in absoluter Dunkelheit ist, wird man von irgendwas attackiert und nach zwei Schlägen ist man tot. Ist dann doch nicht so fein. Jetzt schauen wir mal hier über die Karte, wird das Spiel währenddessen pausiert. Hier sehen wir zwar keine Bäume, obwohl diese ganzen Sträucher angezeigt, das ist auch sehr, sehr fein.
Und es ist eigentlich jede Ressource in dem Spiel wichtig. Am Anfang braucht man halt viel Stein, damit man einen fixen Lagerplatz machen kann, einen fixen Feuerplatz. Aber dazu komme ich dann noch. Und zwar hier können wir Feuerplätze machen, also solche Feuerplätze erstellen. Und da haben wir einmal das Campfire. Das spendet zwar Licht, aber nur für eine gewisse Zeit und danach verschwindet dieses Campfire. Dann muss man das wieder neu setzen. Also muss ich wieder die gleichen Ressourcen für ein neues Campfire aufbringen. Und hier die Fire Pit hingegen. Die ist dann permanent. Oh, da haben wir schon ein Spinnennest entdeckt. Das ist auch ganz interessant, dass das hier so früh in der Nähe vom Spawn ist. Und jedenfalls hat das Campfire einfach den Vorteil, ich kann dann alles da drinnen verbrennen und muss nicht extra immer die Ressourcen aufwenden. Was ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil in diesem Spiel ist. Jetzt sehen wir schon, ich werde langsam wieder hungrig. Das passiert halt. It keeps happening. Verdammt, ich wollte gerade den Hasen erschlagen. Wie ihr gesehen habt, die Taktik, die ich bei den Hasen verfolge, einfach aus Richtung des Loches kommen, damit man sie davor erwischt. Habe ich bei German Let's Play ein bisschen abgeguckt, er hat sich vorhin woanders abgeguckt. Ist aber eine ganz nette Taktik. Was zu sagen ist, die Axt ist jetzt eigentlich nicht hauptsächlich als Waffe ausgelegt, man kann sich dann noch einen Speer basteln, der wirklich für die Jagd gedacht ist. Und ich hoffe, ich finde da noch genug Zeug für eine Science Machine. Und zwar haben wir hier verschiedene Kategorien. Die Sachen, die wir bauen können. Die werden jetzt dieses Backpack mal basteln. Das wird dann auf den Rüstungsslot gelegt und es wird dunkel. Und wir sehen, unsere geistige Anzeige geht ein bisschen runter. Aber dagegen gibt es was, und zwar Garland nennt sich das. Im Endeffekt ein Blumenkranz, ein Blumenkrönchen, was wir jetzt aufgesetzt haben. Und das verhindert bis zum gewissen Grad, dass unsere geistige Anzeige abnimmt, beziehungsweise regeneriert sie und macht dadurch ein paar Mali weg. So. Und, ja, ich bin im Endeffekt eigentlich da, wo ich davor angefangen habe. Jetzt schauen wir noch. Auf jeden Fall machen wir dann das Campfire hin. Weil dann kann ich dann noch ein paar Bäumchen fällen. Und ich werde diese, also in Tirol nennen wir sie mal Tschotschen im Dialekt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ah, wie heißen die nochmal auf Deutsch? Keinen Plan. Und meine Axt ist kaputt, aber es ist nicht so schlimm, dann bastel ich mir einfach eine neue. Und zack, zack, zack. Boah. Ich finde das dann auch immer ganz nett, wenn man mit gewissen Gegenständen interagieren kann. Und was bei ihr am coolsten ist, ist ja immun gegen Feuerschaden und ein kleiner Feuerteufel. Wenn man den Baum abgefackelt hat, dann kann man nur schnell auf den Baum klicken und dann sagt sie, ach schade, ich wünschte, es würde noch brennen. So. Ein weiterer Vorteil, den wir beim Feuer hier haben, ist, man sieht es eh schon, man kann Sachen kochen. Dadurch werden sie besser genießbar. Heilen mehr Hunger. Und was ganz, ganz wichtig ist, was mir jetzt so aufgefallen ist, nur gekochte Sachen stellen auch wirklich Sanity wieder her, aus unserem Verstand. Und man sollte kein rohes Fleisch essen, weil das haut die Sanity runter. Nom, 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 nom. Diese grüne Anzeige hinter den Lebensmitteln, die immer so langsam runtergeht, die wir auch hier haben, ist im Endeffekt das sozusagen der Verfall, also das Zeug wird irgendwann schlecht, deswegen muss man sich das mittlerweile auch extrem gut einteilen, wann ist sie was, soll sie überhaupt was essen. Und dadurch, dass man es brät, wird es dann halt wieder ein bisschen erhöht, wenn man, wenn ihr sagt, zwei Karotten habt, die bei der Hälfte sind und ich pflück drei Karotten, dann geht es wieder ein wenig nach oben. Und neben diesem normalen Kochen am Feuer gibt es dann den sogenannten Crockpot. Ich weiß nicht, ob man den. Ja, den sieht man hier schon, den kann ich basteln. Und an dem kann ich nachher wirklich Gerichte herstellen wie Fleischbällchen, Lasagne, Ratatouille und. Also da lässt sich dann viel, viel mehr machen damit. Das einzige Problem, was ich habe, ich hätte gerne diese Science Maschine, aber dafür brauche ich Stein und Gold. Da muss ich mir dann irgendwo Steine suchen gehen. Dann kann ich euch die mal zeigen, weil. Dann kann man hier diese Sachen freischalten. Im vorigen, also in den früheren Updates und Versionen von Don't Starve war es so, dass man diese Science Machine hatte, konnte da EXP reinpfeffern und dann konnte man mit den EXP neue Rezepte finden und die hatte man dann permanent für jeden Charakter.
Mittlerweile ist es aber so, man braucht nur einmal die Ressourcen, damit man das Zeug bauen kann. Und dann kann man es auch außerhalb der Science Machine, also muss nicht immer in der Nähe der Science Machine sein, kann es dann auch unterwegs basteln. Und wenn man stirbt, muss man es halt wieder neu erforschen, finde ich aber ehrlich gesagt nicht so schlimm. Weil es dann niemals so aufwendig ist wie damals mit den EXP. Dass man hier permanent diese EXP suchen muss, damit man die neuen Sachen erst erforschen und freischalten kann. Das war dann, habe ich doch am Anfang doch sehr lästig empfunden. So. Was wir hier übrigens auch haben, im Gegensatz zum gleich wie bei Minecraft, wir haben verschiedene Biome, wo halt unterschiedliche Sachen wachsen und Tiere spawnen, unter anderem auch Monster. Gehen wir kurz in die Karte, das war hier oben, da haben wir ein Spinnennest gesehen. Die Spinnen spawnen auf Nacht, also verlassen auf Nacht ihren Bau und huschen über die Map, bleiben dem Licht aber meistens fern. Und kommen auch aus ihrem Bau, wenn man den Bau angreift. Und sind nicht gerade sehr freundliche Gesellen. Dieser Bau kann übrigens weiter wachsen von den Spinnen und dann sind mehr Spinnen drinnen, die den Bau verteidigen, wenn man ihn attackiert. Ah gut, jetzt habe ich mein Inventory schon voll. Es sind doch jetzt nicht so viele Plätze, leider Gottes. Vor allem am Anfang laufe ich eigentlich immer gern mit dem Rucksack rum, weil man braucht's. Man braucht's wirklich. Habe ich so viel Holz schon? Ja, wunderbar. Aber was mir jetzt fehlt, sind Steine. Ich brauche unbedingt irgendwelche Steine, die ich kaputt hauen kann. Hase. Hase. Was nebenbei zu den Tieren zu sagen ist, ich bringe nicht jeden Hasen um, zum einen wegen dem Verfall der Lebensmittel, also der Qualität, den Qualitätssink in der Lebensmittel. Zum anderen gibt es hier auch eine nette Mechanik, die die in Kraft tritt, wenn ich Tiere töte, also freundliche Tiere töte, werden Punkte auf einer Liste, auf einer unsichtbaren Liste notiert und ab einer gewissen Anzahl spawnt ein spezielles Monster namens Krampus. Was macht Krampus? Krampus ist eigentlich ein Krampus. Ich weiß nicht, wie viel euch der Krampus was sagt, ihr werdet vielleicht einmal ein Bild einblenden, da gibt es hier in Tirol viele Umzüge dazu, vor allem zum Nikolaus, wo der Krampus ja, ist ja dieser böse Teufel, der immer mit Nikolaus durch die Gegend rennt, und der erscheint hier dann, und ganz so nebenbei, dass er ein ziemlich starker Mob ist, kann er tun von uns, oh, da ist ein Fels, mein Fels, nom. Kann er Truhen von uns zerstören und die Sachen aus den Truhen klauen, und wenn man ihn dann nicht rechtzeitig killt, sind sie forever verloren. Und ich glaube, bei mir ist gerade jemand heimgekommen.